Willkommen bei meinen Beach-Videos. Hier zeige ich euch einige Tipps und Tricks und taktische Kniffe, die euch beim Beachvolleyball zum Erfolg bringen können. Viel Spaß dabei! Hallo! Heute soll es mal um eine rein taktische Sache gehen, und zwar um die spannende Frage beim Beachvolleyball: Auf welchen der beiden gegnerischen Spieler soll man denn eigentlich aufschlagen? Nun, bevor wir das theoretisch kurz erläutern, eine ganz klare Antwort, die in den meisten Fällen richtig ist: auf keinen der beiden, denn ein Ball, den man direkt auf die Annahme bekommt, ist in fast allen Fällen leichter anzunehmen als ein Ball außerhalb des eigenen Aktionsradius. Nun, davon aber abgesehen, gibt es natürlich schon strategische Punkte, die man idealerweise anspielt. Zum einen gibt es Punkte, die abhängig von der Spielstärke sind. In den meisten Fällen ist es so, dass zum Beispiel die hohe Annahme auf der schwachen Schulter, das heißt auf der Seite des Körpers, auf der man nicht den Schlagarm hat, in meinem Fall wäre das der linke Arm, dass diese Annahme besonders anfällig für Fehler ist. Das heißt, jeder Ball, den ich links oberhalb vom Körper annehmen müsste, wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit als gute Annahme enden als Bälle in anderen Aktionsbereichen, insbesondere besser als auf der rechten Schulterseite. Was heißt es nun? Nun, man muss erkennen, ob beide Gegenspieler oder welcher Schlagarm bei den Gegenspielern der bessere ist. In den meisten Fällen haben wir es mit zwei Rechtshändern zu tun. Dann gibt es eigentlich nur einen wirklich sehr guten strategischen Punkt, was diese hohe Seite angeht. Und das ist von der rechten Aufschlagseite aus gesehen der Spieler, der einem in der Linie gegenübersteht. Den kann man schön hoch auf der linken Seite anspielen. Die zweite Variante, und die ist auch in dem gerade eben geschilderten Fall durchaus relevant, ist die sogenannte Husband and Wife Area. Das heißt, das ist der Bereich, der sich zwischen den beiden Gegenspielern befindet, bei dem sich die Spieler nicht ganz einig sind, wer soll ihn nehmen. Das klassische "nimm du, ich hab ihn" Problem. Aufschläge, die dorthin gespielt werden, haben immer eine relativ hohe Chance auf vielleicht nicht den direkten Punkt, aber auf eine schlechte Annahme. Deswegen sollte man diesen Bereich auch immer mal wieder einstreuen, insbesondere wenn man sieht oder sogar weiß, dass die Gegenspieler nicht so sehr gut eingestimmt sind. Taktische Gegenmaßnahme für dieses Problem ist es, meine Mitte zu sagen. Was passiert bei meiner Mitte? Nun, da ist es so, dass der Spieler, zu dem der Aufschlagspieler diagonal steht, einen etwas größeren Teil des Feldes nimmt, indem er quasi seinen Teil und die gedachte Mitte zwischen den beiden Spielern noch mit annimmt. Haben wir also schon zwei Punkte. Die lange Ecke auf der schwachen Schulter, die Husband and Wife Area, das heißt lange Mitten, tendenziell auch die andere Ecke des Spielfeldes. Natürlich ist es auch da schwer, da der Ball ja maximal weit weg von der idealen Annahmeposition ist und dadurch eine sehr gute Annahme auch schwierig wird. Zwei weitere Punkte sind die beiden sehr kurzen Ecken vorne am Netz. Das heißt, ein sehr kurzer Aufschlag in die Linie oder ein kurzer Aufschlag in die Diagonale. Kommen wir also nun zu den Aufschlagvarianten und ihrem taktischen Potenzial. Ein Aufschlagtyp, der dabei sehr schnell abgehandelt werden kann, ist der Skyball, also der Aufschlag hoch in den Himmel, der von oben kommt und den Gegner in der Annahme stören soll durch seine Unberechenbarkeit, aber unter Umständen auch durch den Blick in die hochstehende Sonne oder noch besser durch den Regen, der von oben kommt. Übrigens wird der Skyball, wenn überhaupt, dann eigentlich nur noch bei Regen gespielt, denn gegen Sonne hilft meistens natürlich die Sonnenbrille, und bei unseren Breitengraden steht die Sonne nur sehr selten genau über uns. Der Flatteraufschlag. Nun, den Flatteraufschlag sollte man idealerweise spielen, wenn der Gegner Rückenwind hat, wenn man für sehr viel Gefahr sorgen will, weil gerade bei Gegenwindaussicht des Flatteraufschlags das Flatterverhalten des Balles besonders stark ausfallen kann. Aber
und das ist das große Risiko. Es kann durchaus passieren, dass wenn man den Flatteraufschlag gegen den Wind schlägt, dass der Wind unter den Ball greift und der Ball quasi den Wind nach oben ausweicht und ins Aus segelt. Auch das ist natürlich eine Gefahr. Bei starkem Gegenwind gibt es eine besonders gute Aufschlagvariante und das ist der Topspin oder Tennisaufschlag oder noch besser der klassische Sprung- oder Sprungtennisaufschlag. Das heißt, ein Ball mit sehr viel Vorwärtsrotation gegen den Wind. Der Wind wird die Flugbahn des Balles extrem abbremsen, wodurch auch sehr scharfe Aufschläge in die ersten 2-3 Meter des Feldes möglich sind. Und die sind in der Regel sehr, sehr schwer zu verteidigen. Auch ist diese Variante geeignet, um einen Ball zu schlagen, der scheinbar über das Feld hinausgeht und aber dann am Ende stark abbricht oder sogar zurückkommt, obwohl er sich, was den Luftraum betrifft, schon im Aus befand und dann quasi von hinten wieder ins Feld fällt. Eine Variante bei starkem Seitenwind ist es, den Aufschlag mit Sidespin zu spielen, das heißt, ihn auch da wieder gegen den Wind zu spielen, um ihn unberechenbar für den Gegner zu machen. Auf welchen Spieler soll man denn nun aufschlagen? Nun, beim Beachvolleyball ist es so, man sagt immer, der schwächere Angreifer sollte das erste Ziel sein. Das ist prinzipiell nicht verkehrt. Das heißt, schlage ich auf den schwächeren Angreifer auf, dann kann es zwar sein, dass seine Annahme gut ist und das Zuspiel toll ist, wenn ich aber weiß, dass selbst bei perfektem Zuspiel dieser Angreifer den Ball nicht hart ins Feld schlagen kann, dann ist das per se eigentlich die richtige Wahl. Es sei denn natürlich, und jetzt wird es problematisch, ich habe auf der anderen Seite auch einen Spieler stehen, der in der Annahme keinen einzigen Ball nach vorne bringt, dann ist das natürlich die erste Wahl, denn das bedeutet, dass überhaupt kein Ball zurückkommt und ich gar nicht abwehren muss, da die Punkte schon durch den Aufschlag gemacht werden. Ja, und dann kann es natürlich noch sein, dass der gegnerische Zuspieler, das heißt einer von beiden, im Zuspiel so schlecht ist, dass er nicht in der Lage ist, entweder den Ball konstant auf eine gute Position zu bringen oder überhaupt sauber zuzuspielen, wodurch ihm quasi jedes Zuspiel oder jedes zweite Zuspiel direkt abgepfiffen wird. Ist das der Fall, bietet sich durchaus an, eben gerade auf diesen Spieler, also den schlechten Zuspieler, nicht aufzuschlagen, da die Chance recht groß ist, dass er einen miesen Pass stellt und dadurch der andere Spieler nicht zum Angriff kommt. Ja, da habe ich nun nicht viel beantwortet. Man kann auf den schlechteren Angreifer aufschlagen, man kann auf den schlechteren Annahmespieler aufschlagen und man kann auf den besseren Zuspieler aufschlagen. Man muss sich immer eine Frage stellen. Welche dieser drei Elemente ist für mein Spiel oder für das gegnerische Spiel das Entscheidendste? Noch ein paar Tipps allgemein für den Aufschlag. Habe ich auf der anderen Seite zwei sehr große Spieler, dann empfiehlt es sich gerade bei diesen immer relativ lange Aufschläge zu spielen, die auch hoch sind. Warum das Ganze? Das ist so, große Spieler haben das Problem, dass sie nah am Körper schlecht agieren können und bei halbwegs hohen Bällen Probleme haben in der oberen Annahme. Große Spieler haben eine große Reichweite, das heißt, der kurze Ball wird von ihnen relativ leicht geholt. Deshalb eher lange Bälle bei großen Spielern, eher kurze Bälle bei sehr kleinen Spielern, da sie den langen Weg nach vorne suchen müssen. Und prinzipiell, wie gesagt, hohe, lange Aufschläge sind für die meisten Hobby-Beach-Volleyballer immer eine Herausforderung, da die obere Annahme schlichtweg zu wenig trainiert wird. Eine weitere Sache, die gilt, ist, versucht nicht immer den gleichen Aufschlag zu spielen. Das heißt, ich habe mit dem Topspin-Aufschlag einen Erfolg, ich habe einen zweiten Erfolg, ich habe vielleicht einen dritten Erfolg. Es gibt zwei Optionen. Entweder man sagt, ich komme damit durch, der Annahmespieler ist sehr schlecht. Oder man sagt sich, und das halte ich in den meisten Fällen für die bessere Wahl, man ändert zwischendurch mal den Aufschlag. Denn die meisten Spieler ändern, oder sollten zumindest, das gilt auch für euch, wenn ihr die Annahmespieler seid, sollten ihre Aufstellung im Feld, ihre Position im Feld durchaus mal ändern, wenn sie merken, dass sie mit einem bestimmten Aufschlag des Gegners nicht klarkommen. In dem Moment, wo der Spieler das tut, sollte man sich überlegen, vielleicht jetzt eine andere Aufschlagvariante zu spielen oder gerade dann den anderen Annahmespieler anzuspielen. Jetzt muss ich es ja sagen,
ein oder zwei habe ich noch, was die Aufschlagtaktik angeht. Habt ihr das Problem, dass es schon recht dunkel wird, dann eignen sich immer Bälle, die so gespielt sind, dass sie vor einem dunklen Hintergrund sind. In vielen Fällen sind zum Beispiel Bäume hinter dem Spielfeld. Nun, spielt man dann einen sehr hohen Ball gegen den immer noch relativ hellen Abendhimmel, ist dieser gut zu sehen. Bleibt der Ball aber in seiner Flugbahn vor den dunklen Bäumen, ist er durchaus schwerer einzuschätzen. Das heißt, flache Bälle spielen. Andere Variante, habt ihr die Sonne im Rücken und wollt den Gegner ganz besonders ärgern und dafür sorgen, dass der Ball für ihn wirklich aus der Sonne kommt, dann schaut auf euren Schatten. Wenn ihr in Richtung Gegner steht, seht ihr vor euch den Schatten, den die Sonne wirft. Oder den ihr werft, weil die Sonne sich hinter euch befindet. Wenn dieser Schatten auf euren gegnerischen Annahmespieler zeigt, dann könnt ihr sicher sein, dass wenn ihr jetzt den Arm hebt, dass dann die Sonne so ziemlich hinter eurer Hand ist und der Ball zumindest am Anfang seines Fluges genau aus der Sonne kommt. So, prinzipiell lässt sich noch sehr viel mehr über Aufschläge und Aufschlagtaktik sagen. Wenn ihr Fragen dazu habt, immer her damit. Und wie so oft ein paar Beispielaufschläge, die zum Punkt führten oder eben auch mal schief gingen aus dem Spiel. Vielleicht könnt ihr herauskriegen, warum in diesem Moment gerade dieser Aufschlag gespielt wurde. Viel Spaß dabei. So, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, schreibt mir einfach. Bis dahin, viel Spaß und Erfolg.